und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Meditation. Vielen, vielen Dank für euer Feedback zur letzten Meditation. Wer die letzten Male eventuell noch nicht dabei war, ich bin Julia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Mama von 2 Kindern und ich bin Meditationsleiterin und Coach und mache hier für euch kleine Kurzmeditationen, die auch für euch geeignet sind, wenn ihr vielleicht noch gar nicht meditiert habt oder nicht so oft meditiert. Wir halten die immer ganz simpel und kurz. Und heute mache ich mal wieder etwas ganz, ganz anderes mit euch, was wir so bisher noch gar nicht gemacht haben. Es gibt so Sachen, wir hadern ja in unserem Alltag ganz oft mit Dingen, die wir nicht ändern können. Und ich möchte euch eine Technik zeigen in dieser Meditation, mit der ihr daran arbeiten könnt, euch einfach mit schwierigen Gefühlen, schwierigen Situationen anzufreunden, wenn ihr sie eben nicht ändern könnt. Es ist so, man könnte die Meditation bezeichnen als "Das darf sein" Meditation. Das ist, glaube ich, ganz schön. Zur Vorbereitung auf die Meditation, sag den Leuten, mit denen du zusammenwohnst, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört werden möchtest. Such dir einen ruhigen Platz für dich. Du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinsetzen, so wie es für dich am bequemsten ist, am liebsten ist. Und dann lass alle Erwartungen an Meditation los. Lass auch die Erwartungen an dich selbst los. Du musst jetzt nicht zu 100% zur Ruhe kommen und mir in jeder Sekunde während der Meditation folgen können. Alles ist in Ordnung. In der Meditation sagt man, alles darf sein, wie es gerade ist. Und Meditation braucht einfach Übung und es gibt einfach auch manchmal Tage, wo es nicht so gut läuft, wo es auch nicht so einfach ist zu meditieren. Das kenne ich selber auch und ich meditiere jetzt fast seit 3,5 Jahren, fast täglich und ich habe auch manchmal Tage dabei, wo ich schwer zur Ruhe komme. Aber jetzt ist die Zeit, um bewusst innezuhalten. Wenn du also deine Position gefunden hast, wenn es bequem für dich ist, dann schließ doch bitte deine Augen. Und um in die Meditation zu starten, atme jetzt tief in deinen Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Der Atem hilft dir, dich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit jedem Ausatmen kannst du ganz bewusst loslassen. Kannst alles loslassen, was dich gerade beschäftigt. Kannst deinen Alltag hinter dir lassen. Atme alles Belastende aus. Und spüre, wie du immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Bleibe noch für ein paar Momente bei deinem Atem. Konzentriere dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Und dann frage dich, wie erlebe ich den jetzigen Moment? In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen,
und in meinen Körperempfindungen. Näher dich diesen Fragen ganz offen, ohne zu werten. Sei einfach interessiert an den Antworten. Verurteile dich nicht. Stell einfach nur fest, was jetzt gerade ist und was sich dir jetzt gerade zeigt. Und wenn du gespürt hast, was du im jetzigen Moment erlebst, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und in deinen Körperempfindungen, dann lenke deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Und bei jeder Einatmung denkst du im Geiste ja und bei jeder Ausatmung, das darf sein. Ja, das darf sein. Ja, das darf sein. Und wiederhole das immer wieder von neuem. Du kannst diesen Erlaubnissatz auch gerne anpassen. Vielleicht möchtest du auch denken, ja, ich darf unvollkommen sein. Oder auch, ja, mein Kind darf schwierig sein. Und geh so durch, was sein darf. Bejahe beim Einatmen, was sein darf. Ja, das darf sein. Einatmen und ausatmen. Und annehmen. Was ist? Und zum Abschluss dieser heutigen Kurzmeditation wiederholen wir jetzt im Geiste folgende Sätze. Ich spreche jeden Satz vor und ihr sprecht ihn im Kopf einfach nach. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert leben. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert leben. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert leben. Und spür jetzt nochmal nach, wie du dich jetzt gerade fühlst, was du jetzt gerade empfindest. Und nun wird es Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme nochmal tief in den Bauch ein, nimm frische neue Energie auf. Und atme lang wieder aus und öffne dabei deine Augen. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser als vor der Meditation. Schreib mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat dir wieder sehr gefallen, mit mir gemeinsam
zu meditieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Tag und hoffe, wir sehen uns dann auch nächste Woche zu meiner nächsten Meditation. Bis dann.